Ich darf euch begrüßen aus München und ich bin hier am Flughafen zu Gast bei Audi und es geht um die Vorstellung dieses Autos. Das ist der A3 und dieser Kompakte ist für die Ingolstädter natürlich ganz wichtig und er erschien erstmals im Jahre 1996, kann ich mir noch gut daran erinnern. Er hat in dieser Klasse wirklich mächtig für Furore gesorgt und 1999 gab es dann noch einen neuen sportlichen, den S3. Und jetzt 2024 ist noch einer dazugekommen. Vorgestellt habe ich ihn schon ganz kurz. Und das ist der Allstreet, ein kleiner SUV. Dazu gibt es dann nachher auch noch ein paar Bilder. Dieses Auto hat sich vorne ein bisschen verändert. Es gibt hier ein neues Tagfahrlicht. Das alte war hier unten untergebracht und das neue ist jetzt hier untergebracht. Und über das MMI kann man auch 4 verschiedene Tagfahrlichter einstellen. Also ein bisschen Individualität ist da auch noch möglich. Es gibt hier einen anderen Single Frame, der ist ein bisschen breiter, ein bisschen flacher geworden. Das Logo sieht auch anders aus. Und dann hat man hier noch einen Lufteinlass und so eine kleine Lippe. Es gibt hier so einen angedeuteten Lufteinlass, den braucht man aber hier nicht. Und alles, was zu ist, hilft natürlich auch der Aerodynamik. So, das war jetzt mal die Front. Sieht sehr dynamisch aus, hat sich also optisch auch nach meiner Meinung ins Positive hin verändert. Es gibt hier 17 oder 18 Zoll große Räder. Das ist jetzt 18 Zoll, gefällt mir persönlich auch ein bisschen besser. Und deutlich wird auch hier jetzt die Form, diese abfallende Dachlinie zeigt. Das ist eine Limousine. Und dieser Wagentyp ist nicht so unbedingt das beliebteste Auto in Deutschland. Man fährt lieber einen Kombi oder einen Sportback. Und das war ja, wie gesagt, auch schon der erste, der damals auf den Markt kam. Es gibt hier ein neu gestaltetes Heck, ein bisschen hat man das verändert. Es gibt neue LED-Rücklichter und dann gibt es auch noch hier unten einen angedeuteten Diffuser. Und das war es dann eigentlich auch schon. Und jetzt schauen wir mal nach innen, denn da hat sich einiges getan in Sachen Optik, Qualität, Material und auch in Sachen Digitalisierung. Also ich habe es ja schon angedeutet, außen gibt es ja nicht so ganz viel Neues, aber hier drinnen spielt eine ganz andere neue Musik. Es gibt jetzt hier vorne ein virtuelles Cockpit, das kennt man ja schon aus den anderen Audi-Modellen. Das ist jetzt wirklich absolut up-to-date. Dann gibt es hier einen 10 Zoll großen Monitor, 10,1 Zoll ist er, glaube ich. Da kann man vieles einstellen per Touch und auch per Sprachsteuerung. Dann gibt es hier eine neue Mittelkonsole. Hier ist auch dieses Ambiente-Licht angebracht. Man sieht das jetzt in Rot, das gibt es in unterschiedlichen Farben. Kann man einstellen, würde jetzt hier wohl ein bisschen zu lange dauern. Das Gleiche spielt sich auch hier ab. Hier gibt man auch ein bisschen Licht hin. Das ist sogar durchlöchert, das wird von hinten angestrahlt. Also das sieht alles richtig gut. Auch die Cup-Halter kann man hier beleuchten. Alles schick. Es gibt neue Sitze und das muss man auch dazu sagen, diese Materialien, die man hier sieht, die sind aus recycelbarem Material entstanden. Das sieht sehr schick aus, ist Polyester. Und somit gibt es hier kein Leder mehr und das wird ja Veganer absolut freuen. Die Sitze sehen richtig gut aus, sind auch aus diesem Material. Also die bieten, so wie das aussieht, auch sehr viel Seitenhalt, wenn man mal ein bisschen schneller durch die Kurven fährt. Und es gibt eine Sitzheizung, aber das ist ja mittlerweile alles bekannt. Das Lenkrad auch ein bisschen verändert. Hier hat man jetzt normale Schalter, keine digitalen Schalter. Ich sage es immer wieder gerne, mir gefallen die am besten, weil da kann man dann irgendwelche Dinge nicht aus Versehen aus- und einschalten. So, hier hat man ein bisschen Chrom angebracht. Hier sieht man das auch. Das Ganze sieht jetzt sehr schick aus und ist eigentlich optisch, würde ich mal sagen, eine Klasse höher. Man könnte sagen, der Audi A3 ist der Premium-Bruder des VW Golf. Er wirkt sehr wertig und modern. Das wird vielen gefallen. Das Fahren gestaltet sich übrigens sehr souverän und sicher. Es gibt für den Diesel und für den Benziner ein Automatikgetriebe, also ein DSG-Getriebe. Und für den kleinen Benziner auch noch ein manuelles 6-Gang-Getriebe. Das ist natürlich ein bisschen preiswerter und wer gerne schalten möchte, für den ist das absolut ideal. Ich würde mich immer für das DSG-Getriebe entscheiden. Ist einfach ein bisschen entspannter. Das ist im neuen A3 sowieso der Fall. Gut abgedämmt und leise geht es im Innenraum zu. Der Unterschied innen zu einem E-Auto ist eher gering. Mein Auto hat das S-Line-Paket und unterscheidet sich vom Standard A3. Die neueste Infotainment-Generation lässt sich schnell erlernen und bedienen. Weiterhin kann man Assistenzsysteme zum Beispiel vor dem Urlaub nachbestellen und später wieder abbestellen. Gute Idee. Auch bei hohem Tempo ist alles unter Kontrolle, dank fast aller Fahrerassistenzsysteme. Auch das Fahrwerk wurde überarbeitet. Hilfreich dabei der neue modulare Querbaukasten Evo von Volkswagen.
Was die derzeitigen Verkaufszahlen angeht, so liegen ja die Verbrenner hoch im Kurs im Vergleich zu den Elektroautos. Und so bietet natürlich auch Audi hier Verbrenner an. Es gibt einen 1,5 Liter Vierzylinder Benziner mit einer Leistung von 150 PS. Dann gibt es einen 2 Liter Diesel, der leistet auch 150 PS. Und geplant ist dann auch noch ein Plug-in-Hybrid für die nächste Zeit. Und ich denke mal, damit ist man dann auch recht gut ausgerüstet. Die Motoren sind sehr sauber. Zum Beispiel besitzen die Diesel das sogenannte Twin-Dosing-System, also die doppelte Reinigung der Abgase. Wichtig ist natürlich der Platz für die Mitfahrer, der ist ausreichend. Bei 1,85, 1,95 wird es natürlich hier hinten ein bisschen eng. Ich bin 1,77 Meter, Beinfreiheit ist absolut gut, Kopffreiheit auch. Also 1000 Kilometer hier mitfahren, kein Problem. Auch die Sitze sind vorn und hinten bequem und die Zuladung liegt bei 380 Litern und wenn die Rückenlehnen so umgeklappt werden, sind rund 1200 Liter möglich. Er sieht gut aus und bietet nun serienmäßig auch eine Handy-Ladeschale und einige Dinge mehr. Die neue A3-Familie bringt auch Neuheiten wie den Allstreet, allerdings ohne Allradantrieb zum Preis von 37.450 Euro. Warum diese Aufrüstung in dieser Klasse? Also einerseits wollte man einfach die A3-Familie einfach nur weiterentwickeln, in die aktuelle Zeit mit überführen. Natürlich schauen wir auch links und rechts neben dem Wettbewerb, das sehen wir aber sehr, sehr gut da. Aber auch insbesondere das Schlagwort Digitalisierung war eines der wesentlichen Fokuspunkte, wo wir uns mit der PA jetzt drauf fokussiert haben in dem Sinne und ihn auch jetzt quasi wieder frisch gemacht haben hier für die nächsten Jahre. Das scheint gelungen zu sein. Auch neu, es gibt keinen Dreizylindermotor mehr für den Audi A3. So, meine Testfahrt mit diesem neuen Audi A3 ist zu Ende und ich muss sagen, er komplettiert natürlich die A3-Familie und ist auch in der Basisversion ein interessantes Auto, wobei das hier die S-Line ist. Das Basisauto soll kosten 31.300 Euro in der Sportback-Version und als Limousine, also so ein Auto, der kostet dann 800 Euro mehr, also 32.100 Euro. Mir hat Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal. Tschüss.